biblische Ethik, die Bibel, der Christ und die Arbeit. Arbeit ist eine Gabe Gottes. Der Herr selber, das zeigt uns bereits, die Schöpfung, wirkt und schafft. Den Menschen setzt er in den Garten Eden, erstes Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Dieser Auftrag wird in den zehn Geboten wiederholt. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Vers 9. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Arbeit und Beruf sind also ein wesentlicher Bestandteil unseres Erdenlebens. Konsequenterweise werden die Faulheit und ihre Folgen vom Wort Gottes in Frage gestellt. Sprüche 24, die Verse 30 bis 31. Am Acker eines Faulen kam ich vorüber und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen, seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Die Gläubigen in Ephesus fordert Paulus auf: Epheser 4, Vers 28: Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute damit er den bedürftigen etwas mitzugeben habe Paulus erinnert die gläubigen Sklaven in Kolosser 3 Vers 24b ihr dient dem Herrn Christus deshalb gilt was er gleich zuvor empfiehlt in Vers 23 was ihr auch tut Arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Dieses Bewusstsein verändert unser Verhältnis zum Arbeitgeber. Epheser 6, 7 dient mit Gutwilligkeit, als dem Herrn und nicht dem Menschen. Es verändert aber auch unser Verhältnis zur Arbeit selbst. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15. Strebe danach dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 10, wer im geringsten Treu ist, der ist auch im großen Treu. Die Bibel weiß aber auch um die Beschwerlichkeit und Vergänglichkeit der Arbeit. Sie sind eine Folge des Sündenfalls. Seither ist die Arbeit mit einem Fluch belegt. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Verse 17 bis 19, da heißt es, mit Mühsal, beziehungsweise dann im Schweiße deines Angesichts wirst du essen. Deshalb sagt der Prediger in Kapitel 2, Vers 11, und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Der Mensch ist auf den Segen Gottes angewiesen. Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr das Haus nicht baut, so arbeiten umsonst die daran arbeiten. Darum sind wir aufgefordert in Sprüche 16, Vers 3. Befiel dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Schon daran wird deutlich, dass die Arbeit nicht zum Selbstzweck verkommen soll, dem wir unser Leben verschreiben. Wir dienen dem Herrn und nicht der Arbeit. Damit wir uns nicht überarbeiten, hat der Herr in seinem Arbeitsgesetz Schutzvorschriften erlassen. Einen Teil von Arbeit, Zeit und Ertrag beansprucht er für sich. Jeden siebten Tag ruht der Mensch von seiner Arbeit. Ein Zehntel seines Einkommens stellt er aus Dankbarkeit gegenüber seinem eigentlichen Arbeitgeber, dem Herrn, zur Verfügung. Es gibt strenge Zeiten. Zweiter Thessalonicher 3, Vers 8. Wir haben, so Paulus, mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, aber Prediger 3, Vers 13. Auch dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen. Auch das ist eine Gabe Gottes.